Wir spielen Assassin's Creed irgendwann mal. Irgendwann spielen wir mal die Reihe. Als nächstes habt ihr euch ja für Final Fantasy wie Kingdom Hearts entschieden. Weil ihr beides auf gleicher Prozentzahl. Es war beides auf gleicher Prozentzahl. Das heißt, Kingdom Hearts kommt dann, wenn Life is Strange durch ist und Final Fantasy 1 bzw. 4 power ich dann sonntags irgendwie. Irgendwie rein in das Ganze. Kriegen wir das hin? Jo. Jetzt will ich mir mal meinen Schokobo holen. Hey du, ja du, die goldgelben Federn zwischen deinen Ausrüstungsteilen, der romantische Geruch nach Dung. Du bist die stolze Besitzerin einer Schokobos, nicht wahr? Ich verstehe ja, dass ihr Abenteurer immer auf Achse seid, aber jemand von deinem Aussehen sollte ein bisschen mehr auf ihr Äußeres achten, meinst du nicht? Lass mich raten, mit der Erziehung deines Schokobos ist es noch nicht weit gediehen, oder? Darüber solltest du dich mal mit Lykolot in Gut Zwiesegrund im tiefen Wald unterhalten. Da wird er den einen oder anderen Tipp geben können. Wenn du mal ein kleiner Lader durch weißt, kommt der Tag, denn irgendwann werden dann meine Heilerkräfte die Gemunds auch neu schreiben. Na. Ja. So. Bin ich zu kreativ? Nein, überhaupt nicht. Naja, besser als unkreativ sein, ne? Oh, hallo, hi. Ich sah eine Foto auf der Map. Ja, in der Tat. In der Tat. Hallo Abenteurerin, du möchtest etwas über die Erziehung von Schokobos wissen? Dann bist du an der richtigen Adresse. Atme tief ein. Ja, du bist ein Schokoboliebhaberin. Da besteht kein Zweifel. Schlaft ihr auch manchmal getrennt? Was? Zuerst solltest du auf dem Feld dort drüben frische Kieserblätter sammeln. Schokobos sind ganz verrückt danach. Apropos, ich habe übrigens neue Mounts geholt. Ich hatte aber noch Restgeld. Ich hab noch Restgeld auf dem Steam-Ding. Ich konnte aber trotzdem nicht nicht widerstehen. Ich hab mir jetzt nämlich einmal den hier geholt. Er ist so toll. Meine kleine Lala läuft in den Südwald. No. Hühnchen hast du was? Das ist doch kein Hühnchen! Ein unsterblicher Phönix! Wie ist der neue Raid nochmal? Wie ist das? Der no Normal Raid? Ich glaube ja. Ja, irgend sowas in der Art. Und den hier. Den habe ich mir auch geholt. Weißt du noch nicht, wie sie im Flug aussehen? Bin gespannt. Aber das dauert noch, bis ich sie mit dem Charakter in Flug-Action sehe. Das kann ich dir zeigen. Den habe ich. Ja, ich will das selbst sehen. Ich glaube, ich habe ihn zwar schon mal gesehen, aber ich will mich überraschen lassen. Ich will mich einfach nur überraschen lassen. Hast du frische Kieserblätter gesammelt? Ja. Der Name Hühnchen ist ein alter Insider, echt? Part vom 8. Zirkel in eigenem Song hat. Müsste man ja jetzt schon. Den müsste man ja jetzt schon finden. Eigentlich ja. Es dauert, bis ich den erlebe. Es sei denn, ich mache das mit meinem Main. Das kann man vielleicht als Gilden-Action irgendwann mal machen. Wenn meine Gilde da Bock drauf hat. Müsst ihr mal reinfragen. Den ersten habe ich, glaube ich, schon freigeschaltet. Den hatte ich, glaube ich, im Stream freigeschaltet. Aber noch nicht gemacht.
Wird doch spannend. Vielen Dank, die sehen wirklich prächtig aus. Zum Reinbeißen, wenn ich ein Schokobo wäre. Ich muss dir nicht sagen, wie sehr Schokobos Gieserblätter lieben. Du musst nur ein bisschen damit wedeln, dann kommt dein Mitstreiter schon angerannt. Sie sind nicht nur fleißige Reittiere und Lastenträger, sondern kämpfen auch treu an deiner Seite. Bestimmt hast du schon von dem in ganz Ishgard berühmten Photon-Kampfstil gehört. Nicht? Dann wird es aber Zeit. Benutze ein Gieserblatt, um deinen Schokobo Mitstreiter herbeizurufen. Dann als erste Übung geht ihr zusammen zur Sauerampferweide und erledigt drei brütende Cis. Vergesst nicht, deinen Schokobo im Kampf zu beteiligen. Ich rate dir, immer einen gesunden Vorrat an Gieserblättern bei dir zu haben. Viele Händler hier im Zwiesegrund verkaufen sie. Alles klar. Wir sehen uns in Kupferglocken, wenn es soweit ist. Dann geht der Lala in die tiefe Mine. Alles klar, Kitty. Kann ich jetzt einmal wieder auf den Druiden schalten? Weil jetzt macht es gerade Sinn, dass ich mir mein Schokobo erstmal hole. Ja, das macht es gerade am meisten Sinn. Gegen Ding ist immer noch nicht frei. Zwei ist. Was? Okay. Ah, Hilfe. Hilfe. Ich war blöd. Ich bin da runter. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich könnte ihn mir auch schon anhören. Da muss ich hin. Und jetzt Jokobo-Dingens Gedöns. Ah, das geht dann nur mit. Okay. Geht dann nur wegen Bade. Alles klar. Kein Ding. So, weil ich es mit Bade angenommen habe. Und dicke Katze. Wie gern würde ich schon fliegen können? Quatsch. Irgendwann in 300 Jahren kann ich auch fliegen. Willkommen zurück. Habt ihr euren gemeinsamen Kampf erfolgreich hinter euch gebracht? Wie macht sich denn dein Schokobo im Kampf? Er hat gekämpft wie ein liebestolles Chimäre? So sind sie, die kleinen Racker. Echte Bestien auf dem Schlachtfeld. Dein Schokobo-Gefährte kann dir auf verschiedene Weise im Kampf beistehen. Kämpfe mit ihm so oft es geht. So sammelt ihr Erfahrung und spielt euch aufeinander ein. Bald wirst du gar nicht mehr ohne ihn kämpfen wollen. Eins doch, wusstest du, dass dein Schokobo auch Ausrüstung für dich tragen kann? Sie sind stärker, als sie aussehen, nicht wahr? Ja, okay. Okay. Druida. Dann geht's für mich auch mal wieder zurück in den Südwald. Südwald Ahoi.
Ich flehe dich an, lass mich laufen. Ich gebe jetzt zu, dass ich mich mit diesen Wildern eingelassen habe. Doch es geschah aus gutem Grund. Mein Bruder ist schwer erkrankt und benötigt dringend Medizin. Helfen kann ihm nur eines der teuren Mittel der Alchemisten aus Ulda. Doch das können wir uns nicht leisten. So blieb mir nur die Wahl, mich als Diebin oder Wilderin zu verdingen. Glaube mir, bei jeder Falle, die ich aufstelle, hat mir das Herz geblutet. Ich verspreche dir, dass ich mich nie wieder mit diesen Leuten einlassen werde. Gib mir noch eine Chance und sei es nur meines Bruders willen. Okay. Elbreda, eine andere mit diesem Namen wirst du auf drei Malme nicht finden, ja? Doch was willst du von mir, Fremde? Ich soll einen Kontakt zur Befreiungsarmee herstellen? Ha, du bist wohl ein Spion der Galea, was? Glaub ja nicht, du könntest mich für dumm verkaufen. Hey, nur der Lala auf dem Mond schaut zu, wie die kleinen Mikros schlafen. Heute ist mein Kopf aber so durch, warum kommt mir sowas spontan? Weil du heute eine sehr kreative Ader hast. Haribert schickt dich, sagst du? Dieser Idiot. Reicht es ihm nicht, dass er mir das Herz gebrochen hat? Muss er mir zum Hohn auch noch Arbeit aufhalsen? Aber gut, wenn Haribert dich schickt, besteht an deiner Integrität kein Zweifel. Du willst mit der Befreiungsarmee in Verbindung treten, Dann sprich mit Mefrit, der dort vorne vor sich hin sieht. Wenn du die Gemütslage der Flüchtlinge verstehen willst, ist er der beste Lehrmeister, den du dir wünschen kannst. Vierundzwanzig bis 26, 15. Wäre gar nicht mehr so verkehrt. Das nach dem Pen and Paper, da fließt die Spontanität und Kreativität ja nur so. Ja, gut. Aber ist doch gut. Eine kreative Ader. Huch. Warum nicht? Hallo, Mefrit. Du bist nicht von hier, oder? Eine Abenteurerin, vermute ich. Ja, ich bin Mefrit, Mitglied der ehrenvollen Befreiungsarmee von Alamigo. Aber viel Ehre ist uns nicht geblieben, seit wir aus unserer Heimat fliehen mussten und hier unser Dasein als Flüchtlinge fristen. Doch sag, was kann eine Abenteurerin wie du von einem gestrauchelten Krieger wie mir wollen? Hauptmann Mefrit, es geht um Gallien. Er glüht fast vor Fieber. In diesem Zustand macht er es nicht bis morgen. Wir müssen etwas unternehmen, sofort. Verdammt nochmal, ich habe diesen dämlichen Waldleuten schon tausendmal gesagt, dass wir dringend Medizin brauchen, aber auf uns hört hier ja niemand. Für die sind wir Luft. Du hast gehört, was Sache ist, Amtorin. Einer meiner Männer krepiert. Bitte, Elbreda, die Waldeulen zur Vernunft zu bringen. Sie ist die Einzige, die uns helfen kann. Ob in dem Bett Sachen für Verkleidung sind bestellt. Soll ein Samstag kommen. Na, ich bin mal gespannt, Masuna. Bin gespannt. Schlimm ist es, wenn ich keinen habe, mit dem ich sie teilen kann. Da könnte ich verrückt werden, weil. Das glaube ich dir. Weh, das wird hier verschieden. Ja. Doch. Doch. Ich bin gespannt, Masuna. Bin echt gespannt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Sonntag. Auch wenn ich leiden werde. Ich werde so leiden. Aber ich freue mich. Vielleicht kriegen wir ja auch eine volle Gruppe zusammen. Mal gucken. Es ist Sonntag. Sonntag spielen wir mal wieder Together Games. Ich weiß nur noch nicht, welche Uhrzeit. Weil Sio ist wieder zurück. Der war ja jetzt. Also, er ist eigentlich schon seit 2 Monaten. Nee, seit 1 Monat ist er, glaube ich, wieder da. Und ja, dann war ich aber im Urlaub. Dann wäre er jetzt im Urlaub. Dann kam der 24-Stunden-Stream dazwischen. Und ja, da am Sonntag, das hat sich, glaube ich, bisher noch nicht so oft erwähnt, ist ja, oder will ich auch den Sabaton machen? Mal gucken. Mal gucken. Es bietet sich zumindest an. Dann an dem Sonntag. Da bietet es sich an.
Das erste Mal, dass ich einen Sabaton mache. Aber es gibt eine Grenze. Also nein, es werden keine 24 Stunden gemacht. Bevor da gleich die Frage kommt. Schatz, hier sind noch ein paar andere bestimmt. Irgendeiner hat sich jetzt Zeit. Sabaton ist nice. Ich meine nicht die Band, obwohl die auch geil ist. Definitiv. Wird ein 24er gemacht? Nein. Nein. Ich glaube maximal 15 Stunden. Weil auch da wieder das Problem ist, aber das hat sich tatsächlich erst ergeben. Das weiß ich erst seit heute. Das weiß ich seit 3 Stunden. Oder 4. Ich glaube seit 3 oder 4 Stunden auf jeden Fall. Dass Fotos am Montag schon auf Reisen ist. Eigentlich war geplant, dass er am Dienstag erst fährt. Jetzt fährt er aber am Montag schon. Das heißt, er ist von Montag bis Freitag weg. Wieder Arschkarte gezogen. Aber egal. 24er Roundhouse-Kick vielleicht. Nee, also es wird kein 24er gemacht. Es wird kein 24er. Also, Frisch ist ein schuldböses Fässchen. Da kann Frisch das nicht zu. Der Termin kam halt kurzfristig rein. Der hat sich halt jetzt über dem letzten Termin ergeben und der Kerl ist einfach nur noch auf Reisen. Ich weiß nicht, ich sehe den 2, 3 Tage und dann ist er wieder weg. Das ist ganz furchtbar gerade. Also so sehr, wie ich mich auf meine freien Tage immer freue, ohne Witz. Aber so langsam nervt's. Also es nervt nicht, aber es ist hart. Das ist echt hart. Weil du siehst ihn halt nicht. Wenn er da ist, ist er logischerweise müde. Kommt spät nach Hause, weil Arbeit kann er unterwegs nicht machen, teilweise. Das ist gerade echt scheiße. Dann dachte ich, okay, ne, ist er vielleicht 1,5 Wochen zu Hause? Nein, kamen auch wieder Termine rein. Das heißt, in 2 Wochen ist er auch wieder 2 Tage weg. Also dann von Mittwoch bis Freitag weg. Dann ist er, glaube ich, 1 Woche da und dann ist er eine komplette Woche weg. Das heißt, von Montag bis Samstag, da ist er sogar übers Wochenende weg. Ich krieg das Kotzen. Ich krieg aber echt gerade das Kotzen. Aber ja, deswegen 15 Stunden, also auf 15 Stunden kann man erhöhen. Und ich glaube, bis 10 Stunden machen wir und dann kann man halt pro Sub 20 Minuten drauflegen. War mit Luna schon abgesprochen. War ein spontaner Einfall. Da hatten Luna und ich uns tatsächlich, ich glaube, es war sogar ein Voice. Da war unser Wölfchen leider noch arbeiten. Aber da hatten wir das abgesprochen, dass 20 Minuten lang ganz gut werden. Erste Meerjungfrauen-Cosplay. Mehr Ungeheuer-Cosplay vielleicht, ja, das kriege ich. Oder meinst du Masuna? Masuna macht kein Meerjungfrauen-Cosplay. Wobei, wir auch, das ist auch Masuna, macht das doch mal. Das wäre auch geil. Ich hatte gerade irgendwas auf dem. Ich hatte irgendwas auf der Zunge, das ist mir entfallen. Nö, aus. Cheryl reicht. Ey, komm, Masuna, das wäre bestimmt richtig cool. Bin Sonntag leider nicht da. Wieder volles Programm. Bin einfach weg und kommen erst abends wieder. Alles gut, Hybrid. Das kriegen wir schon hin. Ich hab doch den 24er auch gewuppt. Krieg das auch hin. Gut, bei DBD wird es ein bisschen tricky, weil ich nicht raustappen kann, aber das kriege ich ja was hin. Ich sollte eigentlich mal weiterlesen, ne? Hallo Kitty, ich weiß, dass kein Lala da unten steht und mich antickt. Bin mir froh, dass der rückpasst. Masuna, ich bin echt gespannt auf dein Cosplay, ne? Bin richtig gespannt. Einer von Mayfrieds Männern liegt im Sterben. Wie schrecklich, doch ich fürchte, ich kann nichts für euch tun. Ich möchte meine Landsleute wahrlich nicht im Stich lassen. Doch ihre Bitte zu erhören käme einem Aufstand gegen die Gebieter gleich. In den Gesetzen des Waldes darf nicht gerüttelt werden. Sonst trifft uns der Zorn der Gebieter. Und nicht nur die Flüchtlinge, sondern alle hier im Mühlenbruch
Wir würden uns immer aus dem Wald, wir würden für immer aus dem Wald vertrieben werden. Diese Bürde ist zu schwer für meine Schultern. Einzig die Seherin Charlene steht es noch zu, eine andere Entscheidung zu fällen. Wenn du eine Außenstehende sie bittest, lässt sie vielleicht mit sich reden. So, jetzt. Das ist Sherry mit Bart und Brille wird was. Das sieht bestimmt richtig, richtig cool aus. Ich bin gespannt. Das muss ich mir ansehen, Masuna. Meine Wolfren Opfer. Aber ohne Witz, ich weiß nicht wieso. Zurzeit halte ich alle oder halten wir alle Leute vom Schlafen ab, ne? Ich glaube, gestern war es Ryder, der einfach nicht ins Bett gegangen ist. Oder nee, der einen Termin hatte und nicht wegkam. Also irgendwie. Wir sollten aufhören, Kleber in den Chat zu packen. Das ist morgen oder die Tage. Alles klar, Masuna. Also morgen bin ich auf jeden Fall auch da. Also wenn du Zeit und Lust hast, kannst du morgen reinschauen. Masuna, glaube ich, jetzt nicht sehen. Ja, zum Abschied trinke ich nochmal was. Zum Kleber lösen. Alles klar. Vielleicht hilft's ja. Kitty, sag Bescheid, wenn du bereit bist für deine nächste Mission. Einen kleinen Lappenbart. Das ist kein Bart, das ist ein Bärtchen hier. Also ja, du hast ja geschrieben Bärtchen. Entschuldigung. Ich habe nur Bart gelesen und dann war durch. Wobei eigentlich noch nicht mal Bärtchen passt. Das ist eigentlich nur so ein... Ich weiß es nicht. Es ist kleiner als ein Bärtchen. Das ist... ein Fleck. No! So war das nicht gemeint. No. Oh. Ja, okay. Warte. So. Es ist nur ein Haar. Es sieht halt echt nicht nach viel aus. Das ist das Problem. Das sind vielleicht zwei, vielleicht drei Härchen. Kleine Stoppelchen. Und trotzdem liegt nicht das Stück. Kleiner als ein Bärtchen, als ein Bart. Genau der Mann. Okay, wie gesagt, sag Bescheid, wenn du dann soweit bist. Ich soll Gnade vor Rechter gehen lassen und Mefrits Gefolgsmann retten, sagst du? Du weißt nicht, welche törichte Bitte du da an mich richtest. Nicht ich habe verfügt, dass Gallien kein Platz unter uns bestimmt ist. Nein, es ist der Wille der Gebieter und dieser Wille ist unumstößlich. Alles klar, Kitty. Jeder der Flüchtlinge wird von den Gebietern beurteilt. Und wenn er weit ablehnt, der ist ihm nicht willkommen. So wie Gallien. Der Wald hat entschieden, dass Gallien seinen Schutzes nicht würdig ist. Und dieses Urteil ist endgültig. So war es und so wird es immer bleiben. Nice. Ich gebe mal die Quest oben ab. Die Frau ist dir entwischt bei Nofika. Wie konnte das geschehen? Diese Wilderer widersetzen sich dem Willen der Gebieter. Sie verletzen den Wald und verlachen unsere Warnung. Ich werde das niemals dulden. Yay! Wir freuen uns darüber. Oh, Pandächen. Pandächen süß. Pandächen cute. Ja, ich habe mich ja schon wieder eingeklickt. Zu den Höhlen mit diesen elenden Gebietern. Mögen die Druiden an ihrem Blätterfass ersticken. Ist doch wahr. Ich würde ja liebend gern aus diesem Drecksloch von Wald verschwinden. Aber ich kann meinen kranken und geschwächten Männern nicht im Stich lassen. Die armen Kerle kämen keine 10 Jahre mehr weit. So sehr hat die beschwerliche Flucht aus Alamigo ihnen zugesetzt. O Raiga, hast du deine treu ergebenen Diener am Ende doch verlassen? Ich habe meine Männer nach Mühlenbruch geführt, weil ich dachte, man würde uns hier ein Dach über den Kopf gewähren.
Die armen Kerle, die von den ach so ehrwürdigen Gebietern nicht für gut genug geachtet wurden, müssen jetzt draußen vor den Stadttoren ein elendes Dasein fristen. Ich warte mal kurz. Alles Gute, Heimwitz. Solange es nicht in der gesprochenen Szene ist, passt es. Bei Final passt es. Wäre es jetzt in einer synchronisierten Szene gewesen, hätte ich gemeckert. Aber alles gut. Alles gut. Ja, ich hatte gerade Pause gemacht. Ich hatte gerade kurz Luft geholt. Meistens sind am Ende ihrer Kraft und würden die Strapazen einer weiteren Reise nicht überleben. Also sitzen wir hier fest. Naja, und du hast ja gesehen, auf welche offene Ohren wir bei den Waldleuten Waldeulen stoßen. Deswegen will ich meine Bitte heute an dich richten, Abenteurerin. In meiner Heimat Alamigo gibt es ein wirksames Mittel gegen Fieber, das aus Antilopenhörnern gewonnen wird. Wärst du so nett, uns 4 davon zu besorgen? Irgendwann. Der sieht verdammt weiblich aus. Gestehe, der Spruch war etwas um die Ecke gedacht. Ja. Alles gut, der Mann. Oh. Ja, gut. Ja. Hm? Oh mein Gott. Apropos Viking, ich müsste die Serie mal weiter gucken. Auch wieder etwas, was ich einfach nicht weiter gucke. Obwohl ich es gut finde. Wo läuft das denn? Beziehungsweise, was ist das überhaupt? Mir ist auch Ende für mich. Müdigkeit kickt. Alles gut, Kitty. Tag auch. Was kann ich für dich tun, meine Liebe? Bist du hier, um von meinem köstlichen Obst zu naschen? Was du möchtest, bei mir bei der Ernte helfen? Da sag ich nicht nein. Einige der Äpfel sind von Schädlingen befallen. Die kann ich nicht gebrauchen. Gib also acht, was in deinem Korb blendet, verstanden? Von einer kalten Flasche Wasser nach der Arbeit. Es tut echt gut und löscht den Durst. Nachteil, wenn man einen Liter extra, muss man schnell pinkeln. Ja. Ja, gut, das stimmt allerdings. Da hast du vollkommen recht. So lange mache ich aber auch nicht mehr. Ich mache jetzt noch, bis ich mein Glas hier leer habe. Komm gleich wieder. Alles klar. Wie gesagt, ich mache jetzt gleich noch. Dann werde ich aber auch langsam ins Bettchen gehen. Ist ja schon 0:27 Uhr. Morgen ist ja auch wieder Stream. Du kühlst dich so runter, dass der Körper eine Energie verballert, um dich hochzuheizen. Gut erkennen. Da bin ich ja schon wieder raus. Muss mich jetzt zurückhalten und die Serie nicht zu überhypen. Das ist meine absolute Lieblingsserie. Es geht generell um Kinder, die an einen Schulhof kommen, um zu Monsterjägern ausgebildet zu werden. Okay, klingt aber cool. Klingt cool. Wo kann man die denn gucken, Tervan?
Ich habe ja sämtliche, also nicht alles, aber viele von diesen ganzen Internet-Krams-Gedöns da. Steht voll Mine. Oh, weia, da geht's aber weit runter. Kitty, das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Kannst gerne einladen, wenn du magst. Dann wechsle ich einmal fix. Okay, da ist noch alles.